Politiker und Christoph Zaritz, Sportsprecher der ÖVP, ist am Wort. Wenn die Rede etwas länger ist, wird sie dadurch auch nicht besser, aber sei es drum. Und genau wie es die Frau Präsidentin gesagt hat, es gibt halt Regeln, an die man sich halten soll, auch wie in diesem Haus, wie man sich ausdrücken soll. Und auch draußen in der Pandemie hat es Regeln gegeben, an die sich viele Österreicherinnen und Österreicher, viele Sportlerinnen und Sportler gehalten haben. Und Gott sei Dank haben sich viele an diese Regelungen auch gehalten. Da waren wir dann auch schneller in der Pandemiebekämpfung. Und hätte es nicht so viele Leute gegeben, die Ihnen gefolgt sind bei den verschiedensten Maßnahmen, und Sie haben ja Leute animiert, sich nicht an die Maßnahmen zu halten, also das ist für mich wirklich unverständlich, dann hätten wir vielleicht die Krise schon früher hinter uns gehabt. Aber sei es drum, ich möchte mich nicht mit der Freiheitlichen Partei beschäftigen, sondern über den Sport reden. Und der Sport hat sicherlich in den letzten 2 Jahren, wie andere Bereiche, sicherlich eine schwierige Zeit gehabt. Ja, das war so. Corona hat uns alle betroffen und in vielen Bereichen hat es Einschränkungen gegeben. Ja? Und wir haben gemeinsam immer versucht, mit dem Sport hier Lösungen zu finden. Aber wenn die Spitäler voll sind, wenn die Infektionszahlen raufgehen, da ist es als verantwortungsvoller Politiker ja eigentlich klar, dass man natürlich reagieren muss. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Und meine geschätzten Damen und Herren, ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, um mich bei den vielen Ehrenamtlichen bedanken und bei den vielen Leuten, die sich im Sport auch engagieren. Die haben in der Corona-Krise wirklich auch gezeigt, wie es mit Präventionskonzepten auch funktionieren kann. Und dafür gebührt Ihnen ein herzliches Dankeschön. Ja, und Herr Kollege Schette, es ist sicherlich nicht einfach gewesen in den letzten 2 Jahren, und die Entscheidungen, die wir getroffen haben, die haben uns natürlich nicht einfach gemacht. Die haben wir immer versucht, auch abzusprechen mit dem organisierten Sport, mit den Expertinnen und Experten. Das war so. Keine Entscheidung war einfach in dieser Phase. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir Maßnahmen setzen haben müssen, genauso wie in anderen Bereichen, auch im Sportbereich. Froh bin ich, dass der Sport wieder offen ist, dass vieles wieder möglich ist. Ich hoffe, dass wir die Zeit, wo wir die Lockdowns gehabt haben, hinter uns lassen. Ich hoffe, dass diese Zeit auch hinter uns ist. Ich bin guter Hoffnung, dass diese Zeit auch hinter uns liegt. Und mit vereinten Kräften werden wir das auch schaffen. Meine geschätzten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in der Corona-Krise sicherlich viele Mitglieder auch in den Vereinen verloren. Wir haben gemeinsam, und da bin ich auch dankbar, auch der FPÖ, dass sie dazu gestimmt haben, einen Entschließungsantrag auch miteinander beschlossen, Comeback Stronger. Wir wollen, dass die Kinder, dass die Mitglieder wieder zu den Vereinen gehen, dass wir wieder Sport betreiben, dass sich alle wieder bewegen. Ich freue mich, dass bei mir im Burgenland jetzt die Meisterschaft wieder beginnt, dass ich meine Jungs wieder draußen auch spielen sehe. Ich glaube, das wünschen wir uns alle, dass wir in die Normalität jetzt durchstarten. Es war eine schwierige Zeit, nicht nur im Sport, in vielen anderen Bereichen, aber im Sport gehören Regeln dazu. Und ich denke, danke, dass sich viele Sportlerinnen und Sportler auch an diese Regeln gehalten haben und somit auch viel dazu beigetragen, um diese Krise endlich hinter uns zu bringen. Christoph Zaritz war das von der ÖVP, erst Sportsprecher seiner Partei und kommt aus Eisenstadt im Burgenland. In der Corona-Krise hätten viele Vereine Mitglieder und Mitgliederinnen verloren, bedauert er.